Hallo Leute, hier ist euer MoveLP. Willkommen zu einer weiteren Folge vom Fallout, Fallout 3 Test Server, genau. Oder Thanks Physics Test Server mit Marmelin und Marcel, der mittlerweile auch im Test ist. Marcel, du bist ziemlich leise. Bei mir. Stell ihn einfach lauter. Genau. Ja, wenn ich TS lauter stelle, dann bist du zu laut, dann. Da gibt's ne, nicht TS, kannst du eigene einzelne Leute lauter stellen. Lol. Mathe, guck mal das. Rechtsklick drauf und Stärke. Ja, mach ich irgendwie nach wie fest. Ich geh mal zum Leuchtturm. Mathe, geh mal weg. Ja. Nee, ja. Alle fahren zum Leuchtturm, ne? Was seht ihr? Also ich komm da nicht hoch. Was macht ihr? Schade, das wäre aber perfekt. Das wäre wirklich geil. Nee, was macht ihr? Wir versuchen ja, eben zu jumpen oder eine Jumpstelle zu finden. Na, ich hab schon gesagt, wie wär's mal, wenn wir eine Map machen, um zu Sprungschanzen, wenn man da so 100 km/h schneller fahren würde. Flugplatz für mich, finde ich. Wenn sie das updaten, ist es auch geil. Oh. Und welche Map war das eigentlich in deinem The Movie, wo irgendwie Kirsche kaputt war? Die Kirsche? Richtig, ja. Kaputt geschossen. Ja, welche Map war das nochmal? Karelien. Okay. Wo seid denn da eigentlich hochgefahren? Das ist auch im Movie. Nee, der war ja auf einmal irgendwo auf einem Berg, glaube ich. Wo war der Berg? Na, wir waren Angreifer. Das war halt vor dieser Kirche. Boah, hier vorher am Driften. Scheiße. Ich will zum Leuchtturm. Ey, hier kann man driften. Und dann jumpt direkt einer runter, aber ich komme da gar nicht hoch. Wo kommen die denn alle hoch? Nur rote hier beim Leuchtturm. Ey, kann man driften, das ist Will. Wo kann man driften? Hier an einem Hang. Ich will da jetzt mal hoch, aber wie kommen die alle da hoch? Ja, auf mich anzuschießen, du. Ich hab dich in Ruhe gelassen. Der nervt, was? Hä? Wie sind die denn da hoch gekommen? Wie, da gibt's einen Weg, den man hochfahren kann. Ich find den aber nicht. Der ist da vorne. Ich bin da die ganze Zeit im Kreis drum. Andere Seite, also zurück. Ich bin hier schon zweimal rumgefahren komplett. Hier ist nix. Okay, die fahren hier in der Ecke hoch. Versuche ich das mal. Alter, warum komme ich nicht durch? Ich habe mir Munition. Ja, doch, hier geht's. Habt ihr Aufzählung dazu in Gold gekriegt, oder? Hier ist echt ein Weg. Nee, ich habe gar keinen. Ja, los, ist ein Weg. Ey, guck mal, das Haus geht kaputt. Hier ist jetzt ein Leuchtturm kaputt. Nee, ich habe gar keinen Weg. Ich verballere nur gerade mein Gold, was ich zu dem Zeitpunkt noch hatte. Ich stecke irgendwie, in der Ecke fest. Okay. Ja? Ich hab 150 Gold gekriegt. Ich denke, das ist, weil man kriegt ja die fürs Tarnnetz und so Gold zurück. Ich habe aber auch gelesen, dass die gar keine 15.000 Gold mehr geben wollen und abschlag dann jeden Tag so und so viel Gold. Das wäre aber behindert. Ich meine, das fand ich in der Beta schon scheiße. Ich glaube, es ist Beta. Stimmt. Deswegen hatte ich auch wahrscheinlich 4000, weil am 7. August wohl. Ich war am Fahrrad. Ich bin oben! Ich weiß nicht, ob ich am 7. August. Ich bin oben! 4000 hatte oder nicht. Das war schon noch Sichtweite weit, denn ich könnte über die ganze Map snipen. Wo seid ihr zwei? In der Richtung. Schieß mal einfach in die Richtung. Ey, ich glaube, ich weiß, wo man mit. Hier vorne. Der Kipp geradeaus, an dem Hang. Müsste das doch noch eigentlich gehen, weil da ist das eine richtig knappe. Okay, ich fahre jetzt hier in der Ecke runter. Das wird jetzt ziemlich schnell. Was haben die verbessert? Ja, wenn ich zum Beispiel spielen, dann kann ich sicher mit dem. Achso, ich dachte schon. Ich dachte ernsthaft, der Superpurschen wäre zwischen mir und dem KV3 noch verschwunden. Gott, ich ja, bin. Ja, man kann jetzt mit rechts und links vorwärts und rückwärts. Ja. Finde ich sehr praktisch, hatte ich am Anfang mal genervt. Oh, mit cool. Rechts vor und. Was ich jetzt nicht praktisch finde, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt was öffentlich schreibe, bleibt es öffentlich. Der Ronimo! Oh. Ich bin auch vom Leuchtturm da runtergejumpt. Da geht das vielleicht noch gut. Aber ich glaube, das geht.
Also welchen Stellen geht das, aber ich glaube, besser hat man gar nicht, weil man einfach nicht genug Geschwindigkeit kriegt. Ich habe mit der Benchit heute schon 75 geschafft. Wow, Alter. Was, 75? Nice. Kamera. Das war aber dann das Höchste, danach hat es aber richtig angefangen. Ich schaffe mit der T-Drive immer so 80, wenn ich irgendwo runterfahre. Nee, 80 geht gar nicht. Die Engine schafft das nicht. Nur 75. Da stand irgendwie so 60, 70, 80, 81, 79. Jetzt muss ich dann langsam nehmen. Nämlich das Ungetüm. Das Geniale ist hier im Testserver, ich habe Panzer, die ich vor zwei Monaten hatte. Ja. Vom 7. August. Alles doch vom 7. August. Ich meine, ja, okay, das ist dadurch zwei Wochen. Nicht noch niemals. Ist das doch gar nicht. Ja, ich hab auch. Warte, nein. Ah, ich wollte Panzer wechseln. Entschuldigung. Kannst dafür du das raus? Geht nicht Exit Battle? Na egal. Nee, für uns, da gibt's eine richtig geile Stelle zum Dampen. Dafür ramm ich dich jetzt weg. Ich glaube, den triffst du. Zeig mal die Stelle. Die ist richtig gut, die geht richtig steil ab, also so richtig. Richtig geil, Junge. Wow. Dann gehst du steil. Lol, ich will ganz oben jetzt erstmal auf den E-Bayer. Mount Pass. Jetzt da bei der Burg. Was wir mal testen könnten, ist von J3 zu J2, also über dieses kleine Wasserding da. Oder also auf der gelbe Punkt ist hier, aber ich glaube, da kommen wir jetzt erstmal nicht hin. Auf die Insel. Der ist hier vorne. Auf die Insel bei K. Bei K8 bin ich schon rüberjumped, da bin ich runtergefahren und hab dann die 80 km/h geschafft und bin dann irgendwo in einem Haus gelandet. Oder ja, das haben wir letztens mit Halo auch versucht, aber das haben wir nicht ganz geschafft. Wo? Ja, mit Benji. Wo wollt ihr jetzt hin? Sag mal, ich. Ich will erstmal hier drauf. Also jetzt macht World of Tanks richtig Spaß, lange genug. Ja, also irgendwie fehlt hier der Rauch gerade. Der Rauch ist weg, okay. Ich muss jetzt nur noch das schaffen, hochzukommen. Oh yeah, ich fahr mit 0,5 Kammer oder sonst was hier hoch. Ne, jetzt stehe ich, okay. Hier, der Panzer 3-4 erst hat den T25 von den gegnerischen Leuten runterknallt, Alter. LOL! Also irgendwas stimmt hier nicht, weil immer wenn irgendwer im TS redet, stoppt die Musik. Aber nur die Musik, nicht das ja, auch. Das ist was wie ein Tool von. Wow. Aber jetzt fällt die gar nicht mehr wieder an. Au! Von wartet auf mich, ich will auch mal hoch. Auf der anderen Seite. Wer schießt auf mich? Gut, aber wer schießt auf mich? Mungo. Ich sehe deine auch nicht, weil ich weiß nicht genau, wo du bist. Ich stehe da im Internet hinten noch. Wieso schießt du auf mich, Mungo? Naja, ich reporte diesen. Ja. Wieso reporten? Der hat mich gekillt. Und mich angeschossen. Ja. Look at me, Bros. Ich komm da nicht hoch. Lol. Schon wieder raus. Oh, bin ich schnell. Wie schnell? Guck mal eben, was da für ein Clan ist. Liebe ist nämlich, dort so einen Clan zu werfen wegen solcher Aktionen. Ein Gaff. Ist gay, ein Gaff. Aber das muss dann schon ein guter Clan. Ich hasse den Typen. Das Schlimmste war ja sowieso immer noch der Typ mit seinem verkackten Objekt. Habt ihr den neuen Panzer? Hoch da. Los. Panda 54A. T-52. Lass mich in Ruhe. So eine Art wie Jagd. Wie der Panther so. Was siehst du?
Die Fuchs soll mich schön in Ruhe lassen, ja. Ich sehe gerade den Panzer 5-4A. Aber interessant ist, wir haben keiner schießt irgendwie. Das war gestern so hart. Also, ich heb den da hoch. Das waren einer der ersten Gefechte, die Jungs gut, das war um 10 Uhr, die wir gefahren sind. Da war das echt so. Da waren echt Tier-8er und so. Ganz klein, das ihr mal ein Video seht, da hatte ich gar keinen Schuss. Da haben sich echt alle donnert und am Ende ist die Zeit ab. Ey, die sind mal offen mit anzuschießen, ne? Ja, das ist auch perfekt, so kann jeder alles sehen, weil sie hätten auch in ihrer Ey, wer ist das immer? Das verstehe ich nicht, weswegen das nicht funktioniert. Also, ey, wir sollen mal aufhören. So haben sie doch keine Ergebnisse, ob das Balancing stimmt. Ah, stimmt, aber. Nee, ich finde Privatbattles auch ganz praktisch. Da kann man so ein bisschen selber testen. Ist bei Mosell so Schalter. Da hat man uns ab halt. Rückkopplung. Ja. Muss aber mal wegmachen. Ich mach schnell was. Ich will kurz so sein. Weil wie viele Light-Tanks da nach oben zum Leuchtturm hat. Oh Gott. Wie der Typ einfach nur ganz viel Klarnung ist, was er im Panzer hat. Über Klarnung ist. Naja, das war's auch wieder für dieses Mal. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie viel ich jetzt aufgenommen habe, wie lange die ganz viele sind. Einfach nur Chaos hier. Der Herr ist aber auch. Und ja, bis zum nächsten Mal.